Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Ja, es geht weiter mit Episode 2, doppeltes Mysterium. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Glaube eine Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit erfahren. Experiment time. Ja, Episode 2. Doppeltes Mysterium. Wir haben die die Rückblende gesehen. 1842 Uhr, Gebirge Öl, wo in Europa. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Treffen Sie bestimmte Bereiche. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Ja, jetzt steuern wir Chris. Und haben diese nett aussehende Dame mit dabei. So. Das Flugzeug! Oh Gott, es ist abgestürzt! Oh mein Gott! In diesem Gebiet sollte es keine Transportrouten geben. Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Los! Auf zum... zur Absturzstelle. Weiter geht's. Das war kein natürlicher Absturz. Das war irgendwie... Das kann keiner überlebt haben. Das war... Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Tü. Schon seltsam. Er sagt zu seiner Begleiterin. Was haben die bloß transportiert? Zum Einsatz des neuen Prototyps. Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Erstens, beim Umgang mit diesem Spezialprototyp muss alle Anweisungen mit größter Sorgfalt geleistet werden. Folgen Sie bei einem Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Sobald die Fähigkeiten des Prototyps aktiviert wurden, können sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungsmittel muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Obwohl der Spezialprototyp in der Theorie gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter realen Bedingungen nicht präzise. Berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über die Standleitung
sollte er nicht mehr kontrollierbar sein. Okay, was immer es war. Wir nehmen erstmal die Muni. Vielleicht finden wir noch mehr. Jetzt trägt das Symbol für Biogefährdung. Ich habe schwache Spuren eines Virus entdeckt. Chris, glaubst du, wir haben es mit Meldrin zu tun? Schwer zu sagen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass sie Terra Grigia überlebt haben. Weitersuchen. Noch mehr. Scannen. Was haben wir jetzt? Oh. Ohne Schlüssel kommen wir nicht weiter. Erstmal kontrollieren wir die Gegend hier, bevor wir das Cockpit benutzen. Ich könnte wahrscheinlich ein Messer. Typisch, er findet hier voll die Muni, während die arme Jill könnte vom Valkyrie gewesen sein. Ich versuche mal mit meinem Genesis. Objekt. Flugplan aufgenommen. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Valkyrie-Mackie-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Durch die Mine gehen. Okay. Jessica, ich brauche Hilfe. Warte, ich bin gleich da. Mit. Wechseln Sie die Ansicht. Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Ah. Stehen bleiben! Im Namen der... Tschüss. Hast du das gehört? Oh ja, das ist nichts Gutes. Auf der Hut sein. Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica. So, schnell Hat das Flugzeug die Dinger transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Vettor von den Toten auferstanden. Ja, und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Wir müssen uns erstmal umschauen. Andersrum. Es gab einen Frame-Einbruch kurz.
Okay, weiter geht's. Vorsichtig sein. Es ist alles nicht mehr sicher hier. BOW-Falle. Eine granatähnliche Hilfswaffe. Sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alles in ihrer Umgebung. Bei korrektem Einsatz höchst effektiv. Okay. Kontrollieren, Lage sondieren und los. Nochmal. Okay, das war das. Haben wir die auch wieder erledigt. Also, Jill war es? War was? Konzentrier dich. Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, na ja. Es war nur so eine Frage. Also irgendwie ist die mir jetzt plötzlich so unsympathisch. Okay.